die Quattropol-Woche in der Unimensa Limpertsberg der Universität Luxemburg eröffnet. Wir werden an 4 Tagen die kulinarische und kulturelle Vielfalt des Städtenetzes vorstellen. Wir haben dazu zum einen Artisten, Künstler, Zauberer, Clowns aus den 4 Quattropol-Städten Metz, Saarbrücken, Luxemburg und Trier eingeladen. Und zum anderen haben wir mit der Universität Luxemburg vereinbart, dass die Köche eben kulinarische Spezialitäten aus den 4 Städten kochen. Wir wollen eben über diesen kulinarischen und kulturellen Aspekt den Studenten Lust machen, die anderen Städte kennenzulernen und damit eben auch den Austausch in der Region fördern, verstärken. Die Wichtigkeit eines solchen Partners ermisst sich immer daraus, dass man eigentlich über den Tellerrand hinaus sehen kann, dass man auch eine gewisse Interkulturalität und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln kann. Wir sind eine sehr internationale Universität. Wir haben aktuell 95 verschiedene Nationalitäten hier. Und die Mehrsprachigkeit und die Interkulturalität ist schon in unserem Gesetz eingeschrieben hier, auch in unserem Strategiepapier. Ich denke jetzt hier, die Quattropol-Sache ist an sich eine sehr praktische, weil einfach die Distanzen zu diesen Städten so konkret sind, dass man da wirklich so viel in kurzer Zeit umsetzen kann, weil auch der politische Wille da ist. Und ich denke, dass wir das eben als Hochschulen nutzen sollten. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung und auch eine sehr große Chance. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Ganze schreibt sich ja auch vielleicht ein in den Rahmen der Universität der Großregion, wo wir uns bemühen, sehr stark zusammenzuarbeiten, gemeinsame Programme zu entwickeln. Im Städtenetz Quattropol arbeiten die 4 Stadtverwaltungen Metz, Saarbrücken, Luxemburg und Trier sehr eng zusammen in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Gerade in Luxemburg haben wir ja die Situation, dass es sehr viele Grenzgänger gibt, dass Luxemburg sozusagen auch als Wirtschaftsmotor der Region gilt. Und über das Städtenetz Quattropol, auch über das Städtenetz Lela Plus, können eben sehr viele Probleme angepackt werden und eben gemeinsam gelöst werden. Generell bearbeiten wir im Städtenetz Quattropol ja auch Probleme und Interessen, die alle 4 Städte betreffen. Durch diesen Austausch, durch diesen grenzüberschreitenden Austausch schaffen wir es, dass Probleme schneller gelöst werden können, dass es Synergieeffekte gibt, dass die 4 Städte voneinander lernen können. Und das kommt alles den Bürgern der 4 Städte im Endeffekt zugute.